Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Mit dabei ist heute der liebe Tobi, so wie immer. Was? Tobi, was geht? Hi. Hi, was geht? Ich bin hier hinter dir. Hi, Jom. Ich sehe dich nicht. Hallo, Tobi. Na, hi. Alles gut bei dir? Oh, Alter, habe ich verfehlt? Junge, war aber haarscharf, mein Freund, ne? War aber haarscharf, Kollege. Wow, das war ein Streifschuss. Ja, okay. Ich wollte gerade schon sagen, Digi. Leute, ich habe mir in der letzten Folge erzählt, dass wir was ultra geisteskrankes vorhaben. Und genau das ultra geisteskranke werden wir jetzt umsetzen. Und zwar fliegen wir jetzt gleich erstmal mit diesem wunderschönen Luftschiff auch nochmal zu unserer Insel rüber. Das machen wir aber am Ende. Ich möchte erstmal ganz kurz diesen Panda hier umbringen. Tut mir leid, Tobi. Doch, der ist jetzt auch, der tut mir leid, der hat da auch einfach jetzt gestört. Der muss jetzt auf jeden Fall sterben. Beruhig dich jetzt mal, Tobi. Tobi, pass mal auf. Du kümmerst dich wieder um die Redstone-Verkabelung und ich kümmere mich um den Body des Ganzen, Leute. Denn wir werden jetzt heute gemeinsam hingehen und das Unmögliche möglich machen. Wir werden ein riesiges, unendlich heftiges Konstrukt bauen, Leute. Wir werden eine eigene TNT-Kanone in den Himmel befördern, mit dieser rummanövrieren können und so weiter und so fort. Und das Modell, was sich da Tobi und ich ausgedacht haben, Leute, das wird alles zerlegen. Tobi hat von mir bereits die Pläne bekommen und ich würde sagen, Tobi, ich beginne erstmal hier mit dem Bodenstück quasi des Ganzen. Du musst mir nur sagen, wie viel Platz du ungefähr brauchst. Ich baue mal kurz die erste Linie, ganz kurz. Bloß. Du brauchst nicht so viel Platz, glaube ich. Soll es nicht symmetrisch sein, das Ding hier? Also ich meine, dass ich mich da besser orientieren. Ja, wir müssen jetzt gleich gucken. Ich weiß noch nicht, inwiefern ich die Maschine hier bauen muss. Ja, aber ich will mich auch ein bisschen orientieren können, Tobi. Ich meine, wäre schon einfacher für mich, wenn man jetzt hier eventuell... du baust jetzt einfach in die andere Richtung die Plattform, genau. Ja, aber so, ich muss was? So. Ja, genau so. Ja, bau einfach. Perfekt, das fliegt Leute. Schon, das fliegt schon. Ja, auf jeden Fall noch Ballons. Ich will es aber auch irgendwie auch schön machen, Tobi. Man muss ja, soll ja nicht hässlich aussehen, das Ding, ne? Ja, gut, Leute. Wir kriegen ja schon irgendwie hin. Tobi ist ja auf jeden Fall übereifrig am Start. Der Boy hat auf jeden Fall Bock, jetzt hier zu zerstören. Und ich würde sagen, ich kümmere mich mal um das ganze Äußere dann. Das Ding ist nämlich, Leute, dass diese Kanone auf jeden Fall etwas ziemlich Krasses können wird. Und zwar eine Sache, die ihr vielleicht so auch gar nicht gesehen habt. Denn diese Kanone, Leute, schießt nicht nur in eine Richtung, sondern quasi in alle Richtungen. Das wird eine 360-Grad-Kanone quasi oder 180 Grad. Wobei, nee, es können auch 360 Grad daraus werden, ne, Tobi? Also je nachdem, das wie die Dinger kann fliegen, gut sein, ja. Ist es eine 360-Grad-Kanone tatsächlich, Leute. Und das ist nämlich das Einzigartige daran. Das heißt, dieses Ding können wir quasi irgendwo hinstellen und aussteigen, das Ding anmachen und dann verpissen wir es nämlich ganz schnell. Es ist relativ destruktiv, das Teil. Das geht nämlich richtig, richtig steil. Und ich bin mal gespannt, wie Tobi das jetzt hier baut. Wieso baust du denn mit Wolle, Tobi, um dich besser zu orientieren? Das ist oder? Orientierung, ja. Okay. Aber ich muss halt immer noch auf die Pläne immer gucken. Ja, denn, ja, gar kein Ding. Ja, gar kein Ding, das ist natürlich was, ja, sehr aufregend. Oh, ich hoffe mal, das passt hier auf jeden Fall vom Platz her, aber genug Platz werden wir definitiv auf diesem kleinen Schiff hier haben. Das Schiff wird noch nicht allzu groß werden, ihr seht das hier, Leute. Hier vorne kommt dann quasi einfach nur ganz schnell die Steuermannskabine hin und das war es dann schon. Also mehr braucht es da auch gar nicht, denn dieses Ding, wie gesagt, ist nicht dafür gedacht, um jetzt große Reisen zurückzulegen, sondern, Leute, um irgendwo hinzufahren, das Ding anzumachen und dann sich ganz schnell vom Acker zu machen, weil das Teil einfach nur alles zerstören wird. Dafür ist es da und dafür ist es gebaut, Leute. Und dementsprechend entwerfen wir das auch so. So, schau mal, platzmäßig kommst du doch hier vollkommen hin, oder, Tobi? Platzmäßig sieht es eigentlich, ja, sieht gut aus, Sehr gut. Das Problem, ich muss mich jetzt vorne dran darf ich ja nichts mehr machen, ne? Das ist ja das Schwierige. Ich darf hier vorne dran nichts mehr hinpacken. Sonst geht es quasi so weit, dass das Ding eventuell dann nach vorne losgeht und eventuell unser eigenes Schiff trifft. Das Schöne ist halt, wenn man im Himmel steht, Leute, kann da eigentlich relativ wenig passieren, weil die eigene Kanone kann schlecht getroffen werden, weil man kann sie ja theoretisch immer noch zurück und weg manövrieren, sodass da eigentlich nichts passieren sollte. Tobi, wenn du ganz kurz möchtest, ach, du musst das hier schon ein bisschen nach außen bauen, oder wie? Ja, ich weiß nicht, wie ich die aussichte. Laut dem Plan hier baue ich halt jetzt so erstmal auf dieses Grundgerüst, ja. Aber ich weiß eben noch nicht, in welche Richtung wir dann fliegen. Ach so, ja, ich weiß schon, wie wir das machen. Alles gut, wir fliegen so. Ach so. Fliegen so. Schau mal, hier ist der Eingang und wir fliegen quasi in diese Richtung hier. Das heißt, das Ding steht quasi nach hinten, wir manövrieren das ran und dann geht's aufs Mull, Alter. So ist einfach ist das so. Pass mal auf, warte, ich guck mal ganz kurz. Digga, was machst du denn hier, Alter? Das wird ja... Alles bisschen kompliziert. Das wird ja... Tobi, bist du dir sicher, dass du die Pläne richtig rumhältst, mein Freund? Warte, ich drehe ihn nochmal hier in meiner Hand, aber ja, eigentlich schon. Okay, gut, dann will ich da auch jetzt gar nicht erstmal stören, wenn du vielleicht ein paar Ballons für mich hättest, wäre das schon mal ganz nice, dann kann ich mich nämlich darum mal kümmern. Da, bitte schön. Dankeschön, danke. So, Leute, ich würde sagen, wir können nämlich jetzt schon mal anfangen mit der Flügeldesign, denn wir müssen nämlich ein wenig für extra Auftrieb sorgen, wie ihr das vielleicht seht. Denn dieses Teil ist, wie gesagt, nicht ganz das ursprüngliche Luftschiff, was wir sonst haben, Leute. Das ist nämlich etwas komplett anderes. Und dementsprechend kann es da natürlich auch dazu kommen, dass eventuell andere Auftriebe benötigt werden. Dementsprechend werden wir das jetzt auch hier so designen. So, passt mal auf. Ich versuche das hier alles symmetrisch zu halten, während Tobi da oben quasi dran ist, das Ding so weit auszubauen, dass... Oh Gott, Tobi, das sieht so waghalsig aus. Ich weiß nicht, ob das wieder funktioniert, was wir hier vorhaben, ne? So, warte mal. 1, 2, 3. Und dann haben wir hier 1, 2, 3. Das kriegen wir hin. Ja, moin, Alter. So, pass mal auf. Machen wir mal hier schon mal die 1, 2, 3 hin. 1, 2,
3 und dann habe ich hier, glaube ich, 5 gemacht. So, das sieht dann nämlich so aus. Dann haben wir nämlich hier, wie gesagt, 2 Tragflächen, Leute, mit denen man halt deutlich mehr Auftrieb erwirken kann, sodass das Ding dann tatsächlich in der Lüfte, in den Lüften sich manövrieren lassen kann. Denn wenn wir das nicht hätten, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich blöd und dann könnten wir damit nämlich uns überhaupt nicht fortbewegen. Tobi, was du hier gerade tust, funktioniert auch wirklich? Also ich weiß, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, das ist alles hier mit dem Plan, aber... Oh Gott, Alter, das sieht komplett anders aus wie auf dem Plan. Leute, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal ein bisschen rum und schauen dann gleich mal, wie weit Tobi gekommen ist, weil wenn wir es in der kompletten Folge machen, dann braucht das hier 10.000 Jahre, bis wir da fertig sind. Und ich würde sagen, wir lassen Tobi jetzt einfach mal ein bisschen hier rumbauen und sehen uns am kurzen Cut wieder. Bis gleich. So Leute, ich würde sagen, wir sind wieder zurück und ich bin hier gerade schon dabei, den Ballon zu bauen. Ich zeige jetzt einfach mal nicht, was da drunter noch alles passiert ist, Leute. Zwischendurch ist der Server noch abgeschmiert und wir mussten alles wieder von vorne anfangen und so weiter und so fort. Haben uns dann zum Glück nochmal zusammengerauft, das Ganze dann irgendwie doch weitergebaut. Wir haben kurzzeitig sogar überlegt, das Ganze komplett abzubrechen, Leute. Aber wir haben es jetzt trotzdem irgendwie hinbekommen. Das Ding ist unten soweit voll. Tobi befüllt das gerade. Ich bin gerade dabei, die Ballons hier oben hinzusetzen. Da muss natürlich hier alles auch richtig laufen, Leute. Und ich hoffe mal, dass es jetzt auch wirklich funktioniert. Denn dieses Ding ist wirklich ein Biest. Ohne Sondergleichen. Also wir haben auf jeden Fall auch noch eine Kopie des Ganzen angefertigt. Das haben wir tatsächlich dann noch mit World Edit gemacht, Leute. Weil er jetzt so viel Arbeit drin gesteckt hat, dass wir gesagt haben, okay, wenn das jetzt in die Hose geht, dann tut mir leid, dann können wir das einfach nicht mehr handeln. Dann würden wir uns beide das Leben nehmen. Und deshalb haben wir halt gesagt, okay, wir müssen das auf jeden Fall irgendwo nochmal hinkopieren. Off-Roleplay, Leute. Aber wie gesagt, dieses Ding wird auf jeden Fall ordentlich reinfetzen, wenn es dann funktioniert. Was ich natürlich auch für dich hoffe, Tobi, weil sonst wäre die ganze Arbeit... Du hoffst das für mich? Ja, Digga, du bist ja hier, ne? Ich habe dir die Pläne nur gegeben, Tobi. Was du daraus machst, das ist ja... Also, ne? Okay, Tobi, hilf mir mal ganz kurz bitte hier oben mit den wunderschönen Ballonsies, wenn du magst. Ballonsies? Kannst du mir nämlich hier mal, ja, das wäre ganz nett. Dann kannst du mir nämlich hier mal ganz kurz Beihilfe leisten. Und dann gucken wir mal, Leute, wie das Ding von unten aussieht. Schaut euch das mal bitte an. Es sieht jetzt ziemlich unförmig aus, ne? Muss man einfach mal dazu sagen. Ja, aber die Hauptsache ist ja, dass es funktioniert und fliegt, Leute. Und davon können wir dann in der Massenproduktion eine Menge herstellen. Und dementsprechend können wir dann auf jeden Fall hingehen und die Dinger überall hin verteilen und dann quasi die ganze Welt zerbomben, wenn wir das wollen würden, Leute. Also nochmal, dieses Teil ist echt nichts für Kinderhände. Und auf jeden Fall darf es nicht in die falschen Hände geraten. Es darf auf jeden Fall nicht von Patrick oder sowas gesehen werden. Denn wenn die das sehen, Leute, dann ist over. Wenn die das Ding bekommen, Leute, dann ist wirklich vorbei. Und dementsprechend hoffe ich doch einfach mal, dass die schön in ihrer komischen Base da bleiben, irgendwo unten im Untergrund, irgendwo weiterhin, keine Ahnung, weiß was ich was machen und uns damit in Ruhe lassen. So, Tobi, ich bräuchte noch ein paar Ballonsies, wenn du hast, dann könntest du noch mal ganz kurz hochkommen, dann bräuchte ich noch ein paar davon. Und dann, Leute, können wir jetzt gleich schon hingehen. Oder nee, ich hab noch genügend. Also ich hoffe mal, dass auch meine Konstruktion hier oben irgendwie ausreicht, denn Tobi ist derjenige, der sich hier für die ganze Kanone zuständig gewesen ist und ich bin derjenige, der hier gerade für die Ballons zuständig gewesen ist und das generelle Flugschiff-Design, Leute. Ich hoffe mal, dass das echt jetzt fliegt, das Ding. Das wäre ein Trauerspiel, wenn es das nicht tun würde. Und was noch viel, viel schlimmer wäre, Leute, ist, wenn die Kanone da tatsächlich nicht funktioniert oder eventuell unser Schiff in die Luft jagt. Ich meine, wir haben zwar noch einen zweiten Prototyp versteckt, aber Leute, wie gesagt, den müssen wir natürlich nicht unbedingt rausholen. Wenn wir ihn dann nicht brauchen würden, wäre ich dann tatsächlich ganz froh darüber, Tobi. Aber ich denke mal, dass du dir auf jeden Fall so dermaßen Gedanken darum gemacht hast, dass es auf jeden Fall hinkommt, oder? So, Leute, das Ding steht soweit. Ich musste noch mal gerade ganz kurz zur Tür. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt auch, Leute. Bitte, 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 bitte. Und ich würde sagen, Tobi, wollen wir das Ding mal ganz kurz starten? Ich hoffe mal, du hast die Generatoren richtig hingesetzt und ich hoffe einfach jetzt inständig, dass dieses Teil wirklich funktioniert, Leute. Wenn es nicht ich starte, ich habe einen Sitz für dich in. Okay, pass auf, Tobi. Okay, pass auf. Starte das Ding, assemble es. Ich sitze. Flieg los. Okay, es fliegt schon mal. Das ist schon mal nicht verkehrt, okay. Haben wir irgendwas unten gelassen oder haben wir irgendwas vergessen? Ich weiß nicht, das Wasser ist, glaube ich, unten geblieben, ja. Das müssen wir gleich wieder per Hand reinsetzen, scheinbar. Das ist relativ schwierig, doch, das läuft da gerade unten alles raus. Okay. Aber der Rest fliegt auf jeden Fall schon mal mit. Ich hoffe mal, dass jetzt davon nichts verändert worden ist oder so, Leute. Ich will einfach nur beten jetzt. Tobi, flieg mal. Sollen wir mal hier hin? Ja, hier ist, glaube ich, eine super Stelle. Direkt an der Stadt, das machen wir direkt hier. Pass mal auf, assemble mal ganz kurz. Ich mache mich direkt hier ready mit meinem Stab, falls ich runterfalle. Ah, hey, hab's geschafft, perfekt. Ich hab's auch geschafft. Ah, sehr schön. So, Tobi, pass mal auf. Pack mal vorne noch das Wasser wieder rein. Ja, das kommt ja, glaube ich, hier rein an die Seite, glaube ich. Da kannst du einfach, wenn du das Glas hier dann wieder reinmachst, kannst du es ja dann quasi hinsetzen. Die Dinger sind auf jeden Fall alle noch befüllt, Leute. Tobi wird jetzt zeigen, wie das Ding letztendlich dann funktioniert. Und wir schauen dann einfach mal, Leute, ob es dann überhaupt so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bete einfach inständig um. Das war mit Abstand die aufwendigste Folge Empire, die wir jemals gemacht haben, Leute. Das hier kurz wegmachen. Bitte lass es funktionieren. Bitte, 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 bitte. Ich will es einfach nur wirklich hoffen. Ich will es einfach nur hoffen. So, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, Tobi. Das läuft nicht raus. Da kann er jetzt noch oben drauf das Glas. Pinsel, so zack. Okay, pass auf. Dann muss ich jetzt hier noch kurz TNT reinmachen, machen, ne? Weil ich muss die gerade neu befüllen. Easy. So, jetzt packen wir hier wieder Glas hin. Packen wir wieder oben drauf Glas. Nicht, wenn jetzt hier... Guck mal hier. Das könnte sonst oben rauspoppen. Man muss es auf jeden Fall dazu sagen, dass es auf jeden Fall schwer zu steuern ist. Und okay, aber du weißt, wie es geht. Ich hoffe, es... Ja, ja.
Also. Ja, perfekt. Ja. Tobi, vertraue dir. Komm, mach mal an das Ding. Du weißt auch, wie man es dir da ausmacht. Das ist das Wichtigste. Tobi. Ja, das weiß ich. Ja, okay. Ja, natürlich. Gut, okay. Mach mal an. Okay, Und 3, 2, 1, los. Okay. Okay, das funktioniert Leute. Schon mal. Pass auf. 1, 2, 3. Und jetzt. Oh mein Gott, es schießt. Schießt schon. Oh Gott! Hilfe! Aua! Ich bin runtergefallen! Tobi, mach es sofort aus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und unsere Konstruktion ist nicht in die Luft geflogen! Nein, es steht noch alles! Ja, Leute, wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Guck dir das an! Okay, Leute, wir schauen uns mal ganz kurz um, wie das jetzt hier vorne aussieht. Ich bin mal gespannt, wie das eigentlich dann der Schaden gewesen ist. So, man sieht hier auf jeden Fall schon mal die ersten. Alter! Gehen wir hier in meine Richtung. Weiter vor. Oh Gott, Junge! Ja. Das ist in alle Richtungen. Oh Gott, das hab ich. Wie weit ist das gesehen. Geflogen? Das ist bis hierhin geflogen! Alter, es hat schon wieder dieses arme Banditendorf erwischt. Oh, da war ein Dorf. Oh mein Gott, alles klar, Leute. Unsere Megawaffe steht auf jeden Fall. Das ist das absolut Wahnsinnigste, was wir jemals gemacht haben, Digga. Props an dich, Tobi. Ihr könnt euch gerne den Link zum Original-Tutorial mal in der Videobeschreibung auschecken, Tobi. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, dass wir das Ding relativ schnell verstecken. Denn wenn das jemand sieht, Alter, dann ist auf jeden Fall Sensor. Also ich möchte nicht, dass Petal oder sowas das in die Finger bekommt. Das ist auf jeden Fall viel zu gefährlich. Aber ihr habt es gerade. Ja, Tobi, möchtest du noch einmal ganz kurz anmachen? Okay, ich würde es gerne einmal von unten sehen. Schau mal, wenn wir jetzt mal hier hinstellen, dann sollten wir eigentlich relativ sicher sein. Dann können wir jetzt noch einmal ganz kurz sehen, wie das Ding aussieht. Also wie gesagt, es fliegt auf jeden Fall. Das Zeppelin ist gar nicht so hässlich geworden, finde ich sogar. Es sieht auf jeden Fall, Tobi? Ja, gut, Leute. Gut, dass wir einen zweiten Prototypen haben. Tobi, wenn man sich dann verzählt, bringt das dann an dieser Stelle auch nichts. Ist aber egal, Leute. Beim ersten Mal hat es funktioniert. Wir haben auf jeden Fall einen zweiten Prototypen davon. Also gar nicht so schlimm. 3 Sekunden. In diesem Sinne, meine Freunde, würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Hau da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.